Auf einem ungenutzten Flughafen nahe der südenglischen Hafenstadt Dover sind tausende Lastwagen gestrandet. Sie warten darauf, endlich aufs europäische Festland zu kommen. Doch die strengen Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie verhindern die Weiterfahrt. Zwar ist der Reise- und Frachtverkehr zwischen Großbritannien und Frankreich mittlerweile wieder angelaufen, doch es wird Tage dauern, bis sich der Rückstau auflöst. Für viele Brummifahrer hier wird es ein einsames Weihnachtsfest fernab ihrer Familien. Now waiting for COVID-Test and we have to go now. Wir warten hier auf unseren Corona-Test. Wir müssen zu einem Ort, wo die Tests stattfinden. Das wird wohl mehr als einen Tag dauern. Wir bleiben hier, bevor es auf einen Zug geht, also etwa 2,5 Tage. Weihnachten werden wir hier in unseren Trucks verbringen. Die Lkw-Fahrer müssen einen negativen Corona-Test nachweisen, um weiterfahren zu können. Das britische Verteidigungsministerium hat 170 Soldaten entsandt, die bei den Tests helfen sollen. Manche Trucker vertreiben sich die Wartezeit mit Fußballspielen auf dem Parkplatz. Bei anderen liegen die Nerven blank. Warum stellen Sie nicht wenigstens 5 oder 10 Toiletten auf die Straße? Mehr als 50 Länder hatten die Einreise aus Großbritannien beschränkt, nachdem dort eine neue, offenbar hoch ansteckende Variante des Coronavirus aufgetaucht war. Inzwischen wurde im Vereinigten Königreich eine weitere Virusmutation bekannt. Das und das ungelöste Brexit-Drama werden kaum zur Entspannung der Lage im Süden Englands führen.